Willkommen zurück zu einer neuen brandgefährlichen Folge Need for Speed Heat. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Die Leute haben Need for Speed vermisst. Es tut mir leid, ich hatte in den letzten Tagen ein bisschen viel um die Ohren. Wenn ihr da draußen aber allgemein mehr sehen wollt von dem Spiel, würde ich mich natürlich wie immer über ein bisschen Unterstützung freuen. Ein wenig Support tut immer gut. Und natürlich spielen wir weiter Need for Speed Heat. Zu langsam, leider zu langsam. Boah, ich bin auch voll raus. Du spielst das Spiel mal so 3 Tage, nicht? Und irgendwie bist du komplett wieder raus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Geschichte hier weitergeht. Denn wir müssen zu Anna. Und wir alle wissen, Anna versaut irgendwie alles. Ich habe kein Vertrauen, dass Anna irgendwas gescheit hinbekommt. Oh nein, 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 da fahre ich jetzt nicht durch. Nein. Ich will einfach nur zu meiner kleinen, süßen Anna, die mir zwar voll auf den Sack geht, aber irgendwie, ihr wisst ja, wie das ist, hat man sie trotzdem lieb. Auf so eine extrem merkwürdige Art und Weise. Moment, noch ein Stück hoch. Wow, und hier rum. Und natürlich Regen. In der Stadt muss es immer regnen. Warum? Warum ist hier permanent Regen? Easy, easy. Ah, was haben wir hier eigentlich? Ist das ein gutes Rennen? Weil Geld ist immer gut. 23 ist mir zu wenig. Da geht mehr, Leute. Definitiv. Na, 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 na. Au. Moment, Moment, Moment. Oh. Ultra knapp gewesen. Ich hoffe, das reicht. Oh nein, gibt's doch nicht. Ich hätte das jetzt gerne noch mitgenommen. Na gut, dann halt hier nochmal rüber. Moment. Na, kein guter Winkel. Kein guter Winkel. Ich dachte, die wären näher. So. Und. Yo. Okay. Machen wir halt einfach die Mission. Damit wir endlich hier vorankommen. Denn wir jagen immer noch Mercer. Gesetzesbrecher. Das war knapp. Wir hatten ein paar Cops am Hals. Bei dir? Alles ruhig. Los geht's. Einer von den Trucks, nach denen wir suchen, ist gerade auf dem Weg zu den Docks. Mercer will die Wagen offenbar verschiffen. Okay, wie ist der Plan? Die Cops können wir nicht rufen. Mercers Arschlöcher sind überall. Es muss hier doch auch noch anständige Cops geben. Nach dem, was wir erlebt haben, würde ich sagen, höchstens ein paar. Ein paar reichen uns. Nur wie finden wir raus, wer korrupt ist und wer nicht? Ganz einfach. Wir führen sie alle hin. Ernsthaft? Du willst doch eine Legende sein. Okay, Rookie. Wie du willst. Ich benachrichtige die Crews, die League, einfach alle. Sie sollen Unruhe stiften und so viele Cops wie möglich nach Port Murphy locken. Und was machen wir? Wir fahren nach Eden Shores und sorgen selbst für Wirbel. Also rütteln wir jetzt so ein bisschen die Bullen auf. Och komm schon, geht das nicht schneller? Leute, ich glaube, für mich wird's Zeit, wieder zu fahren. Nicht im selben Auto wie ich.
Ich liebe dich auch. Bro, du bist total eingerostet. Schon mal von Muskelgedächtnis gehört? Was, wenn deine Muskeln dement sind? Hey, Anna kann mit mir fahren. Cool. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das freut. Bro, du bist doch total eingerostet, Digger, Bro. Digi. Das sagen die einem aber echt früh. Hey, ihr wisst schon, dass da vorne ein Polizeirevier kommt. Wenn wir ihre Aufmerksamkeit wollen, passt es doch. Sorgt dafür, dass sie uns nicht ignorieren können. Und es ist wieder ein Rennen, oder? Ich meine, es ist trotzdem wieder ein Rennen. Obwohl wir alle in einem Team sind und in einem Boot sitzen. Pass doch auf! Das macht die Rennen irgendwie so absurd. What? Heatstufe 3 direkt? Moment. Ich war völlig falsch. Sie kommen. Okay, Rivera, das könnte lustig werden. Diese Arschlöcher drehen vor dem Revier Donuts. Wir sind gleich vor Ort. Die schnappen wir uns. Okay, wir haben sie. Führen wir die Arschlöcher zum Ziel. Wenn mir die Cops den Wagen zerkratzen, verklage ich die Stadt. Der ist doch schon Schrott, Baby. Und tschüss. Nicht gut. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich gerade so wegcheckt, dass ich noch gegen die Brücke knall. Jetzt wird wieder nur ich gejagt, oder? Manta da vorne, ewig weit weg. Boah, ich hoffe, die hauen mir hier nicht die Karre zu Klump. Bleibt dran, ihr beiden! Lucas, du bist ja wirklich eingerostet. Wir brauchen hier draußen mehr Einheiten. Wir gehen mehreren Vorfällen nach. In Rockville, Edgewood, Sandino Ranches, quasi überall. Hört ihr das? Es klappt. Ja, es funktioniert. Aber die wollen mich hier ganz schön in die Zange nehmen. Hey Manns, sag mal, wie war's eigentlich im Knast? Ganz toll. Dabei hatte ich mir geschworen, nie wieder einzufahren. Tut mir wirklich, wirklich leid. Ich verzeih dir fürs Erste. Ey, die geben keine Ruhe. Die geben hier absolut keine Ruhe. Okay, nur noch zwei. Ich bin schon Halbschrott. Denkst du, deine Kopfreundin könnte die Straßensperren aufheben? Ich glaube, sie mag mich nicht mehr, seit ich ihr den Laptop nicht geben wollte. Wir haben ihn doch zurückgegeben, oder? Ey, ich bin bald Heat 4. Ob auch in der Mission Tankstellen funktionieren? Ich bin eben die Race Queen. Boom! Ja, nicht mehr lange. Tut mir leid, habe ich deine Gefühle verletzt. Der Bulle verletzt meine Gefühle. Ey, das ist ja heftig. Tu dir selbst einen Gefallen und fahr mit deinem Chevrolet rechts ran. Gott sei Dank, die Tanke hat funktioniert. Okay, wir kommen jetzt zum Spaceport. Oh ja, da wollte ich doch schon immer mal durchrasen. Nein, da ist eine Rampe. Verdächtige kommen jetzt zum Spaceport. Wir müssen diesen Scheiß beenden. Was ist das denn? Hilfe! Oh mein Gott! Ich krieg alles ab! Ha! Ich mag dich, Rivera! 500 Meter! Zündet nicht gleich! Ey, wie ich jede Scheiße hier abbekomme! Die anderen chillen da vorne ganz gemütlich, nur Lucas, ja? Der ist total weg! Oh mein Gott! Hey! Okay. Zieht euch das rein, die drehen mich um! Was ist das denn? Ich komm nicht raus! Ey, die Mission ist so krank. Verdächtige verlassen den Spaceport, westliche Ausfahrt. Wow! Wow!
Ich will einfach nur noch überleben. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Wenn du Aufmunterung suchst, vergiss es. Anna, wenn sie noch mehr Cops schicken, schaffen wir es nicht. Wir sind fast da. Ich brauche eine Tankstelle. Alter, was hat der eben gerade für einen komischen Dreher gemacht? Hey, yo, kannst du ein paar übernehmen? Ich dachte, wir sind eine Crew. Wir sind fast da. Versau's nicht. Ich dachte, wir gegen die Bullen. Also erster werde ich garantiert nicht. Weil du hier einfach nicht fahren kannst. Weil die Bullen dich... Was zum... Warum bremst du im... Wer bremst einfach runter? Der Kollege bremst einfach runter. Nein, es geht noch weiter. Zentrale, wir haben die Racer bei den Docks verloren. Aber was anderes gefunden. Tanke, 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 Tanke. Schickt sämtliche Einheiten her. Ja, Baby. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr zwei solltet beten, dass die Wagen noch da sind. Gib einfach Gas, dann wird bestimmt niemand enttäuscht sein. Komm schon, fünf Bullen. Rhino nähert sich. Sie wissen von der Lieferung. Oh mein Gott, shit. Wir hauen ab. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Nein, 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 sechs Bullen. Wir sind gleich da, wo die Trucks gesehen wurden. Also dann, passt auf euch auf. Komm schon, komm schon. Wow, war das übel. Das war wirklich übel. Ey, da ist ja alles auf mich drauf. Die Wagen schleust hier niemand mehr raus. Wir haben's geschafft. Worauf sind wir hier nur gestoßen? Nichts Gutes. Einer aus der Taskforce versucht herauszuschwimmen. Er sagt, Lieutenant Mercer ist noch vor Ort. Und wo? In dem Wagen kriegen ihn die Cops nie. Kann sein. Wir aber schon. Los! Ich hätte wissen müssen, dass ihr zwei dahinter steckt. Wir konnten sie doch nicht ohne Verabschiedung gehen lassen. Ich warne euch, lasst es sein. Vergessen Sie es, Lieutenant. Wir haben die Autos, jetzt schnappen wir sie. Ihr glaubt, ihr könnt ihn aufhalten? Officer Torres, das ist der Plan. Irgendwelche Einwände? Hört mir genau zu. Er ist gefährlich. Also haltet euch von ihm fern, wenn ihr ihn habt. Überlasst ihn mir. Oh mein Gott, der Typ ist wahrscheinlich super robust mit seinem BMW. Hat noch nicht mal einen Kratzer. Na, geht. Geht. Alter, das war so ein Check. Was? Der hat keinen Schaden genommen durch so einen Ram? Unmöglich. Wir müssen mehr tun, um ihn zu stoppen. Anna. Spaß hier einfach. Wir werden nicht aufhören, ihn zu jagen. Ich weiß. Seid einfach vorsichtig. Krankenwagen. Glaubst du, er gibt einfach auf? Komm ihn! Ihr fordert ich bin ja dran. Euer Glück heraus! Ich bin ja dran. Komm schon, Corvette. Ey, was fährt der hier für Runden? Scheiße, nein. Scheiße, nein. Lass ihn nicht entkommen. Komm schon. Okay, ich bin wieder dran. Du kannst durch Steinmauer.
durchcrashen. Aber dann so eine kleine Ziegelmauer? No way, Jose. Er hat noch verdammt viel Leben. Gut gemacht, Leute. Die Autos gehen wieder an ihre Besitzer. Können wir die Glückwünsche verschieben? Mit so einer Aktion wie heute Nacht kommt man in die League. Meint ihr nicht auch? Sie braucht einen eigenen Wagen. Einen guten. Dann sind sie von mir aus dabei. Wahnsinn, danke. Alter, scheiß doch auf diese League. Das sind doch nur irgendwelche dämlichen Kids, die nichts auf die Reihe bekommen. Wir sind doch tausendmal krasser. Weiter so. Wir sind doch eine Milliarde mal heftiger unterwegs als ihr die League. Ihr haltet mich nicht auf. Diese Stadt gehört mir. Boah, warum zieht ihr auf einmal so davon? Guck, das meine ich. Eben gerade habe ich ihn so gut getroffen, hätte irgendwie nichts verloren. So. Das war aber heftig. Komm schon. Perfektes Timing. Ich muss sofort hier weg. Du? Torres. Eva. Wenn sie mich schnappen, könnte es übel enden. Für uns beide. Ja, schon klar. Moment, hat die den jetzt gekillt? Nein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja heftig. Torres, eiskalt! Die Polizei hat heute ihre Suche nach Lieutenant Frank Mercer endgültig eingestellt. Obwohl keine Leiche gefunden wurde, vermuten die Behörden, dass der ehemalige Leiter der High-Speed Task Force tot ist. Es ist inzwischen mehr als eine Woche her, dass der suspendierte Lieutenant versucht hatte, mit etlichen gestohlenen Fahrzeugen aus der Stadt zu fliehen. Dass ihm das nicht gelang, ist auch dem Eingreifen eines berüchtigten, bisher jedoch noch anonymen Street Racers zu verdanken, der entscheidend zur Sicherstellung der Fahrzeuge beitrug, die, wie eine nachfolgende Untersuchung ergab, über Monate hinweg systematisch illegal beschlagnahmt wurden. Um jegliche Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen, hat die Taskforce unverzüglich auf diesen Skandal reagiert und eine neue Leiterin ernannt, die folgende Stellungnahme abgab. Danke sehr. Viel zu lange missbrauchte Frank Mercer dieses Department zu seinem eigenen Vorteil. Aber jetzt nicht mehr. Es ist Zeit, dass wir die Ressourcen wieder ihrem eigentlichen Ziel zuweisen. Dem Kampf gegen Street Racing. Unter Frank Mercers Leitung konnte diese Kriminalität wachsen. Unter meiner wird sie enden. Den? Den gibst du mir? Das ist ein guter Wagen. Das Ding fahre ich nicht. Warum nicht? Nach dem, was mit deinen letzten Autos passiert ist, wäre ich lieber dankbar. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Lucas, ich bin in der League. Wenn ich in dem Ding aufkreuze, werden die noch einen Lachanfall bekommen. Ja, du bist jetzt eine große Nummer. Aber für mich bleibst du meine kleine Jecha. Mira, venga, paka. Komm hier, tranquila. Nein. Na komm, komm her. In der League. Wenn du in dem Ding aufkreuzt. Oh, meine Rippen! Sorry! Hey, durch eure Aktion gegen Mercer habt ihr euch in der Stadt eine Menge Freunde gemacht.
aber trotzdem braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Heißt das, du kommst in unsere Crew? Ich hab wieder Lust zu fahren. Vielleicht zeige ich euch ein paar von meinen alten Moves. Nice. Drehen wir eine Runde? Logisch. Hey, passt bitte auf euch auf, ja? Leute von überall wollen jetzt gegen euch fahren. Und eine Menge anderer Leute wollen euch aufhalten. Härter als sonst. Das heißt, wenn die Cops kommen, zischen wir ab. Danke fürs Spielen. Wie jetzt? Das war's? Ja, okay, aber... Boah, nice. Mörsers Karre. Na gut, wollt ihr noch ein bisschen mehr sehen? Dankeschön für deine Hilfe abgegeben. Ich freue mich schon drauf, wieder einen echten Racer in diesem Klassiker zu sehen. Wollt ihr noch ein paar Wagen sehen oder sollen wir es hier beenden? Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Bewertung dalassen und... Tschüss!